Kurz vor dem Schließen des Transferfensters hat der serbische Spitzenklub Besiktas personell nachgerüstet und den serbischen Spielmacher Adem Jajic vom italienischen Erstligisten FC Turin unter Vertrag genommen. Um den 26-Jährigen zunächst für eine Saison auszuleihen, zahlt der Verein 1,25 Millionen Euro Gebühr. Anschließend muss Besiktas den serbischen Spielmacher für eine an bestimmte Konditionen gebundene Ablöse in Höhe 6,5 Millionen Euro kaufen. Torino, Adem Jajic wurde unter Mazzarri zum Verkaufskandidaten. Zwar steht Jajic in Turin noch bis 2020 unter Vertrag und erzielte in den letzten zwei Jahren in 65 Spielen 18 Tore und 24 Vorlagen. Seit Januar hatte der Mittelfeldspieler unter dem neuen Trainer Walter Mazzarri jedoch einen schweren Stand und wurde daher zum Verkaufskandidaten. Zuvor war Jajic auch mit einem Transfer zum Bundesligisten FC Schalke 04 in Verbindung gebracht worden. Punkt. Bei der WM 2018 in Russland gehörte Jajic zum Kader der serbischen Nationalmannschaft und kam beim vorzeitigen Aus in der Gruppenphase in allen drei Spielen zum Einsatz.